Moin meine Lieben, willkommen wieder zu einer neuen Folge hier bei Savage Sonntag. Jawohl, Folge 3 ist Dinger und Idioten schreddern angesagt. Ich habe einige Clips hier mal aufgezeichnet und so präsentiere ich euch jetzt. Zum Beispiel der erste jetzt hier. Da stand die ganze Zeit rum hier. Ich meine, der hat mir auch nichts getan oder sowas. Der hat auch keinen On-Lock-Roll oder so. Aber der stand da so rum, so nach dem Motto: Oh, hier, ich bin noch einer. Knall mich doch ab, ich hab Hunger. Jawohl, der hat's gekriegt, aber der hat von mir auch eine kleine Entschuldigung bekommen. Und auch von mir halt den Link bekommen. So, und vor allem habe ich hier einen kleinen Idioten hier. Der ist gerade hier in meinem Jetski unterwegs. Jawohl. Der war der Meinung vorher, mich abzufacken da mit einem Auto und das steigt ja aus. Hinten. Richtung Winewood. Und ja, da war der Meinung, mich mit einer MK2-Waffe aus dem Heli rauszuschieben zu wollen, aber ist nicht. Der war der Meinung, ja, alles klar, ich verpiss mich jetzt auf dem Jetski. Ne? Und ja, ich verpiss mich einfach mal unterm Pier. Ja, ist klar, aber ich hätte ihn trotzdem gekriegt. Aber seitdem hat er mich auch in Ruhe gelassen. So, allerdings ist er jetzt auch gleich so vor Ort nach dem ersten Schuss. Seit dem ersten Kill im Passiven. Nur kann sein Glück, sein Freund Glück haben, dass er VW ja auch nicht gesprengt wird. Nee, weil es gibt ja hier einige Leute, die hier eine Abstrafung verpasst haben und verdient haben. Also Freunde, es gibt besonders nachher. Na, dazu komme ich später. Das Problem ist auch manchmal, falls es mal lackt. Ich hatte ein Virusprogramm hinter mir am Start gehabt. Die werde ich jetzt auch in Zukunft abschalten. Und ja, hier war zum Beispiel auch so ein Typ gewesen. Der wollte mich ausdingern, der Idiot. Und er war der Meinung, sich hier im Haus zu verpissen, da am Hausergang. Und ja, was habe ich gemacht? Achtung! Den habe ich. Jo, ins Haus gesprengt. Explosiv Gun Forever, Freunde. Jawohl! Mit solchen Vollidioten muss man halt umgehen. Ist einfach so. Leider Gottes. Und von die anderen All-Idioten. Stingers, alles mögliche. Noobs und sowas. Aber zum Glück habe ich in dieser Folge heute keinen Deluxe-Typen oder Spieler gesehen, der im Internet unterwegs war. Nein, Freunde. Und zwar kommt gleich noch ein ganz anderer Idiot, der mich die ganze Zeit verfolgt hat. Fast eine Viertelstunde. Und ja, das wird ihr ja gleich sehen. So, der Typ hier zum Beispiel, wie gesagt, der kriegt jetzt dreimal eine Abreibung. Auch wenn er mich jetzt zum Beispiel hier mit der Granate werfen will. Ha! Aber mal aufgeklärt jetzt hier, von mir aus. Das ist ein Vollidiot, wie gesagt, der Luftfahrzeuge geschreddert hat. Das heißt Jets und Helikopter, wie gesagt, also ja, aber ich habe eine kleine Information bekommen von einem guten Freund unserer Freundesliste und ja, da bin ich mal hingeflogen und habe mir erstmal eins auf die Fresse gekillt. Ganz einfach. Was soll denn so die Scheiße? Der Vollidiot. So, ich drehe mich hier wieder um und ihr seht es ja. Der ist in Passivmodus gegangen. Der ist in Passivmodus gegangen. Ja, Freunde, also jetzt zum Beispiel gleich. Achtung. Das ist ja, was ich eben meinte. Da kommt der andere Spacko hier wieder. Gut. Problem ist halt, dass mein Virusprogramm in Erinnerung gelaufen ist, dass ich ihn leider nicht getroffen habe. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Aber gut, getroffen habe ich ja trotzdem sowieso, weil er hat sich entschieden, sich auch umzudrehen. Und ich wollte ihm in meiner Lenkrakete gleich sofort darauf antworten und sagen, hier schnuppe auch mal dran. Du kannst dich mal. Und pass mal auf, Freunde. Er kommt wieder.
Er kommt wieder und er kommt wieder und er kommt wieder und ich weiche aus gleich. Wieder mal, ja. Wieder mal, wieder mal. Wieder mal dreht er sich um und ich drehe mich um. Jetzt kommt man den Minigun im Einsatz. Und jetzt schießt er wieder und er trifft mich wieder nicht. Meine Güte, jetzt schieße ich ihn hinten her. Ein Sleepback rein, yo. Und seitdem hat er mich auch in Ruhe gelassen, der Vollidiot. Spastigei. Meine Güte. So, und den anderen hier auf dem Boden, der immer noch auf dem Passivmodus ist, den habe ich trotzdem noch weiterhin beobachtet. Und schon wieder hier ein Noob-Biker. Ihr seht es ja, da wurde mich ein... Halt die Schnauze am besten da. Hm? LGT, jawoll. Nee, der Oppressor Noob. Der landet jetzt. Und ist der Meinung anzuhalten, weil er merkt, ich habe keine Chance. Weil ich einfach so flexibel unterwegs bin. Und da habe ich gedacht, nee, weißt du was? Eben mal auf den Minigun wieder umwandeln. Jawohl. So. Weil ich wollte hier eigentlich in der Mitte warten. Es gibt ja so einige Stinger-Bobs. Und wieder nach links und dann nach rechts übergehen. Aber nein, da blieb er stehen. Und ich dachte, okay, alles klar. Fließ mal rüber. So. Und dann scharf links gleich. Und was ich vorausgerochen habe, er stingert, jawohl, aber er hat nicht getroffen. Und dann wird er gleich abgestraft. Und tschüss, Stück Scheiße. Und vor allem der andere, den ich aus dem Jet geholt habe. Zack, so. Der stieg aus mit seinen scheiß geklauten Wagen da. Der wollte gerade wieder seine Raketenwerfer rausholen. Das war wohl nix, ihr beiden Arschlöcher. Mein Gott, wann lernt ihr es denn mal? So, und hier zum Beispiel jetzt auch einer. Ich sehe jetzt auf der Karte da auf der linken Seite oben. Rot markiert der Teufel da. Sag ich immer. Jawohl. Der hat zum Beispiel die nächste Hauptrolle in der nächsten Folge von Savage Saturday. Aber Freunde, das wird auf jeden Fall was Spezielles. Da komme ich mit einem Akula. Jawohl, da wird mit dem persönlichen Idioten abgerechnet. So, der geht auch hier rüber. Der hat ein Glück gehabt eben. Aber es macht nichts. Der kriegt auch seinen Fett weg. Aber auf jeden Fall, ich habe mir den Namen gemerkt, Freunde. Der wird auf jeden Fall in der nächsten Folge von Savage Sonntag bzw. mit einem speziellen Folge. Kein Arsch mehr haben. So. Aber ihr werdet es auch gleich sehen. Noch ist er der obere. Ruhig. Da ist er wieder. Offen worden auf der Karte. Das war der Junge, beziehungsweise die Alte oder sowas, aber schlau. Sie hat nicht gestingert, sondern sie hat mich mit Explosion abgeschossen. Nach knapp über einer Stunde, Freunde. Nach über einer Stunde. Mein Gott, ey. Boah, naja. Auf jeden Fall wurde das eben gerade abgestraft. Und der Typ hat auch gleich nach ein paar Sekunden gequittet. Na, fast gequittet, aber ich sag mal, gequittet einfach nur rumstehen, sich abknallen lassen. Jo, und dann kam wieder einer seiner Freunde hier bei mir vorbei und jo, erstmal eine Drehung gemacht und dann war Sachen, jo. Ja, und dann kam er Vollidiot hinter mir. In diesem Sinne, Freunde, schöne Grüße an Geist123, hau rein. Ciao.